Hallo und herzlich willkommen zu den Nachtgedanken. Heute etwas zum Lächeln für die Leute, denen heute nicht zum Lächeln zumute ist. Ob euch ein alter Freund und Kollege oder ein Haustier gestorben ist oder ob ihr gerade nicht so richtig gut drauf seid. Ich verstehe euch, manche Tage sind einfach blöd. Meiner war es heute auch. Ich habe eine Geschichte für euch aus meinem herrlichen Buch aus den 50er Jahren, ich vergaß zu sagen. Und hier hören wir jetzt die Geschichte der Leibhaftige. Als kleiner Junge war ich sehr zweifelsüchtig und glaubte noch lange nicht an alles, was die Großen mir sagten. Einmal, ich weiß nicht mehr aus welchem Anlass, sagte meine Mutter, man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Für den Teufel hatte ich damals großes Interesse. Er war die beliebteste Figur meines Kasperltheaters. Warum soll man den Teufel nicht an die Wand malen? Sonst kommt er und erscheint, flüsterte meine Mutter. Auch ist ja gar nicht wahr. So furchtbar überzeugt war ich davon allerdings noch nicht. Ich dachte einige Tage über den Fall nach. Erstens, gibt es überhaupt einen richtig gehenden Teufel? Oder haben die Großen ihn erfunden, wie den Weihnachtsmann für die Kinder und so? Zweitens, wenn es einen gibt, wird er wirklich kommen, wenn man ihn an die Wand malt? Lässt er sich so einfach kommandieren? Und drittens, wenn er kommt, wie sieht er aus? Ist er schwarz wie ein Schornsteinfeger? Hat er einen Schwanz mit einer Quaste wie unser Pudel? Die Sache ließ mir keine Ruhe. Ich wollte und musste ihr auf den Grund gehen. Ich hatte es ja so einfach. Eines Abends, kurz vor dem Schlafengehen, nahm ich einen Bleistift und malte hinter den Handtuchhalter einen Teufel auf die Tapete. Nicht gerade porträtähnlich, aber gut zu erkennen. Ein kleiner Kreis mit Punkt, Punkt, Strich, Strich war der Kopf. Ein dickes Ei darunter war der Leib. Zwei Striche die Arme, zwei Striche die Beine. Besondere Sorgfalt verwandte ich auf seine teuflischen Attribute. Auf die zwei krummen Hörner, auf den Schwanz, den ich durch einen lang geringelten Strich darstellte, mit einer dicken Quaste am Ende. Die Quaste geriet mir am besten. Das Bildnis war nicht groß. Ich wollte es erst einmal mit einem kleinen, handlichen Teufel versuchen, man kann ja nicht wissen. Als ich zu Bett gebracht wurde, kam ich mir sehr bedeutend vor. Aber ich hatte doch gewaltiges Herzklopfen und mein Nachtgebet sagte ich vorsichtshalber zweimal auf. Außerdem nahm ich meinen neuen Säbel mit unter die Decke. Dann überließ ich mich dem Gruseln. Es wurde immer stiller im Hause. Dann kam tiefe Nacht. Ich wartete. Jetzt musste er allmählich kommen. Eine kalte Gänsehaut kroch mir über den Leib. Ich starrte mit aufgerissenen Augen in das schwarze Dunkel. Manchmal glaubte ich, einen rötlichen Lichtschein zu sehen, aber dann zerfloss er wieder. Ich fühlte mein Herz bis in die Lippen schlagen und mir war gar nicht mutig zumute. Ich hätte gern den Teufel auf die Tapete wieder ausgewischt, aber dazu hätte ich aufstehen müssen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, atmete kaum und hatte die Bettdecke über die Ohren gezogen. Vielleicht würde der Teufel mich nicht finden. Am liebsten hätte ich mich ganz unter die Decke verkrochen. Nur ein Stück von meinem Säbel ließ sich rausgucken. Der Teufel, vorausgesetzt, dass er käme, sollte von vornherein wissen, mit wem er es zu tun hatte. Der Teufel tat mir nicht den Gefallen. Vielleicht war ich ihm zu winzig oder er hatte anderweitige Verpflichtungen. Jedenfalls kam er nicht. Ich aber erlebte die qualvollste Nacht meiner Kindheit. Am nächsten Morgen, beim hellen Licht des Tages, war ich wieder oben auf. Edge, der Teufel war gar nicht gekommen. Ich erzählte die Heldentat meinen Freunden und Freundinnen und ließ mich gebührend bewundern. Als aber der Abend kam und es wieder dunkel wurde und meine Mutter die Lampe brachte, schmolz mein Heldentum wieder dahin. Ich hatte keinen Spaß mehr an dem dummen Teufel. Ich war auch gar nicht mehr neugierig. Außerdem war ich böse mit ihm, weil er nicht mal gekommen war. Ich ging heimlich hin, machte meinen Daumen mit Spucke nass und rieb den Teufel auf der Tapete wieder aus. Ich tat es mit großer Sorgfalt. Ich rieb, bis mein Daumen knallrot und die Tapete restlos runter war und der nackte Kalk zum Vorschein kam. Ganz beruhigt war ich jedoch nicht. Vielleicht war der Teufel in der vergangenen Nacht nur verhindert und würde seinen Besuch nachholen. Beim Gute-Nacht-Kuss fragte ich meine Mutter, »Wenn man aber den Teufel wieder ausradiert hat, dann darf er doch nicht mehr kommen, oder?« Nicht wahr? Das darf er doch nicht. Ja.
Das war schon das Ende der Geschichte. Ich habe gedacht, da kommt noch was. Ich habe noch etwas für euch, nachdem wir so lange vom Teufel geredet haben. Ich habe noch etwas Kurzes für die Leute, denen es im Moment nicht gut geht. Und zwar aus dem Buch. Ja? Nimm all meine Wünsche an. Nimm all meine Wünsche an, Herr, denn du hast sie in mir geweckt. Ich wünsche mir Klarheit, denn du bist das Licht. Ich wünsche mir Schönheit, denn du bist der helle Glanz. Ich wünsche mir Liebe, denn du bist der Bräutigam. Ich wünsche mich hinzugeben, denn du nimmst mich mit der Wärme deiner Liebe auf. Ich wünsche mir Harmonie, denn du bist die Einheit der Herzen. Ich wünsche mir glühendes Leben. Denn du bist der sprudelnde Quell allen Lebens. Ich wünsche mir Fruchtbarkeit, denn du befruchtest auf geheimnisvolle Weise all mein Tun. Ich wünsche mir Ruhe, denn du bist der wahre Frieden. Ich wünsche mir Glück, denn du bist die nie endende Freude. Und euch wünsche ich von Herzen eine gute Nacht.